endlich ist es soweit, Digga. X, der Feind ist am Start. Und ihr fragt euch bestimmt, hey Cyrix, warum kommt jetzt erst ein Video? Kann ich euch kurz sagen, wir waren 6 Tage im Submarathon. Ihr seid crazy reingegangen. Wir sind vom Release aus auf Twitch jeden Tag live gewesen, mit bisschen Schlafen, 6 Tage lang. Danach direkt einen 12-Stunden-Stream rausgehauen und es war einfach Ende. Der X, der Feind-Release ist krasser reingegangen, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ohne viel zu schnacken, gehen wir direkt in mein frisch erspieltes Nuklear-Gameplay rein. Na 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 na. Schon mit Desert Eagle auf Range gut. W Steps. Zehner. Genau vor meiner Fresse. Spawnflip. Deswegen meine Waffe ist gleich leer. Oh, MP7. MP7 wichtig. Es kann nur klar werden. 13er. Oder 17er. Bruder, wie viel habe ich da gerade geholt? 4 Stück. Zwanziger. Bin tot. 22er. Weg. Kurz Eier chillen. 22, 8 Kills noch, dann nuklear. Komm, ich muss das schaffen. 23er. Sechs Kills noch. Komm, sechs Kills. Komm mal. Ich warte, bis ich meinen Ping hab. Und sein Arsch im Mund. Ich darf nur nichts Dummes pushen, Digga. Weil die sind die ganze Zeit irgendwie gerade noch alleine. 6 20er, 4 Kills noch. 8 20er, 2 Kills noch. 29er! Oh mein Gott, wird das sein erster Nuke in X-Mal? 2 Sekunden, ich pushe nichts. Ping. Nuklear, Digga! GG! Erste Nuklear, nächste Feind. W! Oh mein Gott, endlich habe ich sie, Digga. Oh mein Gott, GG in den Chat. Ich versuche mal sogar noch mehr zu machen. Oh mein Gott. Oder das ist aber auch die Lobby, Digga. Whisky, das ist die Lobby einfach. Es ist die Lobby. Ich bin auf 24er Gunstreak. No, oh mein Gott, wo kommt der? Oh mein Gott, 36er Killstreak, hä? Bruder, ich bin auf 36er Killstreak. 37er, hä? 39er Killstreak! Jetzt bin ich tot. Oh mein Gott, ich verbrenne. Ah, oh mein Gott, nein! Digga, ich 40er Killstreak gemacht. Bruder, 40er Killstreak einfach. Digga, hätte ich früher geultet, Digga. Oh mein Gott. Digga, die wurden so gesorgt von mir, Digga, die Armen. Bruder, hätte ich hier MP7 gespielt in der Lobby, ne, Bruder, das war Ende. Ich habe einmal irgendeine Boden-MP7 gespielt. Hätte ich meine MP7 gespielt, Bruder, das war Ende im Gelände. Bruder, hätte ich diese Waffe selber gehabt, ne? Bruder, guck mal, was mit dem mit MP7 anstellt, bitte. Hätte ich nicht irgend so eine Boden-MP7 aufheben müssen, sondern meine MP7, Bruder, ich hab die so gefressen. Digga, 40er Gunstreak einfach. Bruder, nicht mal in Theorie hatte ich eine 40er Gunstreak.
12er KD, Digga. 40-4 stand ich. Das Gegnerteam 8-24, 7-24, 4-26. Digga, das ganze Team ist negativ. Bruder, die letzten drei, die tun mir richtig leid. Digga, ihr habt gesehen, was in der Runde abgeht. Und das ist auch nochmal der Beweis, dieses Game hat kein SBMM. Erstmal, wie schnell man eine Lobby findet. Zweitens, dass man gehäuft sogar Level 1er findet oder Low Levels. Und drittens, ihr habt es gesehen, die Leute in der Lobby waren einfach ass. Es kann oft sein, dass man eine schwere Lobby bekommt, aber man kriegt oft auch solche Lobbys. Es ist durchgemischt, du hast mal einen Up, mal einen Down. Und ich habe auch eine krasse Runde mit Sniper gehabt, ey. Schaut mal selber. Weil der wird halt wieder full sein, wenn die Colette. Und danach PvP, weißt du diese? Die so am Klatschen gerade, ne? Die tun mir schon diese bisschen leid. Zehner. Elfer. Nein. Nein! Ich fand die Runde schon gut, Bruder. Chill, chill. Guck dir die mal an. Ich fühle mich hier wie in so einem Benchmark. Der hat nicht geschossen. Der hat aber nicht geschossen. Gute Spiele angekündigt dieses Jahr. Gaming wird langsam wieder gut. Oh mein Gott, hätte ich den noch bekommen, ne? Community-Turniere machen. Geile Runde. Müssen wir mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Operator ist. Ich spiele so gern die Echelon wegen der Ult. Ich habe mit der Ult auch heftige Clips gehittet. Schaut mal. Nicht clean, nicht clean, nein! Oh mein Gott, hat daneben geschossen, so viele bekommen! Oh, oh mein Gott! Digga, ich hab denen den One-Tip jeden gegeben! Ja, die Shepard ist krank. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hätte gerade drei Leuten Tornado gegeben oder so, Digga. Oh, Quad Feed, Type Feed, Six Feed, Seven Feed, nichts mehr, Digga. Oh mein Gott, was für eine Abschlusskette. So, Freunde, das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Like und Kommentar. Teilt das Video bitte mit euren Freunden. Der Kanal ist immer noch dead as fuck. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall aktiver. Wenn nicht, Digga, dann gibt's Nackenklatscher, Alter. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. I don't dwell in the past.